Hallo liebe Zuschauer, willkommen auf meinem Kanal, die Abenteuer von Gary. Ich befinde mich in der Kleinstadt Nossing in Sachsen. Heute erwartet euch Dampflok trifft auf Schmuckerlok. Oh, ich bekomme langsam Hunger auf diese Pulled Pork Burger. Fahrzeugschau rund um die Drehscheibe. Ausfahrte von betriebsfähigen Lokfahrzeugen. Führerstand mit Fahrten auf Dampf- und Diesellok und Souvenir und Modell verkauft. Und köstliche Spezialitäten von der Schmuckerlok. Schubirubi, Schubirubi, paparapapap. Liebe Zuschauer, ein Riese wacht langsam auf. Sie war eine der schnellsten, betriebsfähigen Dampflokomotive der Welt. Seht euch diese schöne Ludmilla an und lauscht den tollen Klang des 16-Zylinder-Dieselmotors. Ich suche gerade nach einer der schnellsten Dampflokomotive der Welt damals. Wo ist gerade die 02-02-01-0? Juhu, gefunden! Meine erste Begegnung mit diesem Riesen. Eine Legende verlässt langsam das Gelände. Wow, sie ist riesig. Das Publikum macht sich bereit auf die Präsentation von dieser imposanten Dampflokomotive. Der Akkuschlepper, abgekürzt ASF, der Baureihe EL16, ist das kleine universelle Kraftpaket auf dem Vereinsgelände. Ab April 2002 bis Juli 2005 war die traditionell in grün lackierte Maschine in einer roten Sonderlackierung Rubinrot unterwegs, die der Modellbahnhersteller Rocco für diesen Zeitraum gesponsert hatte. Die Schnellzuglokomotive entstand auf verschiedenen Bauteilen anderer Baureihen. Hintergrund des Umbaus war, dass die seit Jahren abgestellte Lokomotive 61002 im Plandings nicht zu gebrauchen war und man dringend Schnellfahrtlokomotiven für Geschwindigkeiten von mindestens 160 km/h benötigte. Um Probefahrten mit denen für den Export bestimmte Reisewaggons der einheimischen Industrie durchzuführen. Mit ihren 2300 mm großen Treibrädern bot sich die 1939 bei Henschel & Sohn gebaute 61002 für einen solchen Umbau an. Nach der Aufarbeitung war die unter Denkmalschutz stehende Lokomotive bis zum 30. April 2002 im Ringlokschuppen des ehemaligen Bahnbetriebswerks Nossing untergebracht und wurde danach in Wittenberg stationiert. Tschüss, schöner Lok. Ich hoffe, wir sehen dich bald unter Dampf auf der Schiene wieder. Die Lok erhielt vor kurzem eine neue Lackierung in DDR-Farbe. In den 60er Jahren entwickelt sich die Eisenbahn in der DDR zu einem leistungsfähigen Transportmittel. Der Ministerrat der DDR beschloss 1966,
den Traktionswandel. In der DDR sollen vor allem durch diese Lokomotive erfolgen. Und den Abtransport von Gütern, von den für die DDR-Wirtschaft hochgradig wichtigen Überseehafen Rostock zu sichern, wurden leistungsfähige Lokomotiven benötigt. Die Diesellokomotive der Baureihen 130 bis 132 wurde ab 1970 aus der damaligen Sowjetunion in die DDR importiert und dabei der Deutschen Reichsbahn für den Personen- und Güterverkehr in Dienst gestellt. Die Lokomotive sind mit einer bis dahin bei der Deutschen Bahn weniger üblichen diesel-elektrischen Kraftübertragung ausgerüstet. Inzwischen 1970 und 1982 wurden insgesamt 873 Lokomotiven in Dienst gestellt, wobei Maschinenreihen 132 mit Versorgungsmöglichkeit für den Zug, Sammelschiene und einer zulässigen Geschwindigkeit von 120 km/h den weitaus größten Anteil bilden. Die Deutsche Reichsbahn setzte für die Lokomotiven eine normative Nutzdauer von 20 Jahren an. Nach 1990 kam der heute gebräuchliche Spitzname Ludmille auf. Liebe Zuschauer, Zeit für Humor. Bahnansagen. Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung. Wir warten darauf, dass der Zug am Bahnsteig 8 abfährt. Das Problem? Ich bin als Lokführerin genau dieses Zuges vorgesehen. Deshalb weiß ich nicht, momentan nicht, wie wir das lösen können. Darf ein Lokführer mit der Bahn zur Arbeit fahren oder muss er pünktlich sein? Ganz ehrlich gesagt, ich hatte nie Probleme mit der Bahn gehabt. Die Dampflok hier in Nossen befindet sich in einem betriebsfähigen Zustand. Sie ist Baujahr 1943 und wurde 1963 als Rekordlok in Stendal umgebaut. Das Gewicht mit Tender und Vorräte beträgt 134 Tonnen. Maximale Geschwindigkeit beträgt 80 km/h. Die Rekordloks der Baureihe 5280 entstanden ab 1960 bei der Deutschen Reichsbahn in der DDR auf der grundlegend überarbeiteten Kriegslokomotive der Baureihe 52. Diese als Rekonstruktion bezeichnete Modernisierung der Lokomotive erstreckte sich, mit wenigen Ausnahmen, auf fast alle Bauteile und Baugruppen der Maschinen. Mehr als die Hälfte der ehemals 200 rekonstruierten Lokomotiven sind noch bei verschiedenen Eigentümern in verschiedenen Zuständen vorhanden. Die Ausmusterung begann Anfang 80er Jahre, doch infolge der Ölkrise wurden die abgestellten Maschinen wieder reaktiviert. In den Bahnbetriebswerken Cobus und Zittau endete der planmäßige Dampflokomotive-Einsatz im Herbst 1987. Allerdings wurde einige Maschinen wegen Dieselmangels aktiviert und kehrte in den Plandienst zurück. In Cobus endete jedoch auch diese Gnadenfrist im Herbst 1987. Die letzte planmäßige Einsätze gab es bis Mai 1988 bei Bahnbetriebswerk Zittau. Ein Paradies für den Fotografen.
Die Auslieferung und die Indienststellung der Strecken dieser Lokomotive an die Deutsche Reichsbahn erfolgte im Jahr 1968. Das Einsatzgebiet der V100-Baureihe war der leichte bis mittlere Personen- und Güterzugdienst sowie der schwere Rangierdienst. Die Leistung beträgt ca. 1000 PS. Nachdem die Lokomotiven 1994 auf den planmäßigen Betriebsdienst genommen wurde, erfolgte im Jahre 1995 die Übernahme der Lok durch den Eisenbahnverein Wittenberg. Dabei erfolgte eine Neulackierung weiß-türkis-grün. Im Jahr 2022 wurde mit den Arbeiten zur erneuten Untersuchung der V100 begonnen. Die Arbeit wurde erfolgreich abgeschlossen und seit März 2023 steht die Lok wieder für den Museumsbetrieb zur Verfügung. Im März 2024 wurde die Lok von einem kurzen Sonderzug eingesetzt. Die Auslieferung der V60 erfolgte im Februar 1976 an einen volkseigenen Betrieb. Die Außerdienststellung erfolgte im Juni 2020. Im April 2022 wurde die schöne Orange-Lackierung und die HU erneuert. Mit der Baureihengruppe V300 importiert die Deutsche Reichsbahn inzwischen 1970 und 1982 insgesamt 803 Stück dieser elektrischen Lokomotiven auf der damaligen Union Sowjetica für den Personal- und Güterverkehr. Die Lokomotiven wurden vorerst ohne Zugheizung ausgeliefert. Da der Hersteller keine Erfahrung mit den deutschen Zugheizungssystem hatte. Somit konnten sie für Reisezüge nur im Sommer eingesetzt werden oder es musste ein Heizkesselwagen mitgeführt werden. Die Hochgeschwindigkeit lag bei 140 km/h. Der Motor leistete 3000 PS. Schubirubi, schubirubi, schabarabababab. Große Leute, kleine Leute haben hier ihren Spaß.